Okay, herzlich willkommen zurück nach der Pause, frisch gestärkt. Und ich freue mich sehr, jetzt auch noch im Publikum die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend begrüßen zu dürfen, Dr. Franziska Giffey. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Passend zum Thema gab es gerade eine wirklich sehr fernsehartige Begrüßungssituation, weil das Empfangskomitee so in diese Richtung stand und dann von der anderen Seite kam die Ministerin. Das war eigentlich ganz schön. Hätte man gleich verfilmen können. Schön, dass Sie da sind, wirklich. Wir freuen uns gleich, mehr von Ihnen zu hören. Davor aber ist es natürlich so, dass wir ganz viele über diejenigen geredet haben, um die es hier die ganze Zeit geht, wenn wir das große Wort Jugendmedienschutz sagen. Natürlich die Kinder und Jugendlichen. Und wie die eigentlich die ganze Situation sehen, das erfahren Sie jetzt und zwar in einem kurzen Film. Bitte schön. Ja, das tut mir natürlich jetzt leid, dass zum 25. Geburtstag der FSF diese jungen Menschen einfach kurzes Prinzip freiwillige Selbstkontrolle abgeschafft haben von institutioneller Seite und beschlossen haben, sie können es ja selber mit sich selbst ausmachen. Super Film, wie ich finde, total tolle Stimmen, die wahrscheinlich auch in die Diskussion nachher noch mit reingenommen werden können, zumindest manche von Ihnen. Und vor allem auch natürlich eine sehr gute Überleitung zur Bundesfamilienministerin. Hier hat quasi die Kundschaft oder ein Teil ihrer Kundschaft gesprochen. Und wir freuen Sie jetzt zu hören über Familie und Kinder stärken für ein gutes Aufwachsen mit Medien. Bitte schön, Franziska Giffey. Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Nachmittag. Ja, ist jetzt schwierig, ne? Also so viel Lacher wie gerade eben, ist schwer zu toppen. Mal gucken. Also man kann ja sagen, es ist ja so ein bisschen, also es wird schon darüber diskutiert, ob das Fernsehen ausstirbt, ja? Also so ein bisschen Fossilcharakter fast schon. Das ist ganz schön krass zu sehen, oder? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin jetzt hier gekommen, da hat eine Dame, die mich begleitet, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, sagte, die da drin, die warten alle ganz geduldig auf Sie, die machen gerade Stillbeschäftigung. Und dann komme ich und sehe sie alle wischen, ja? Und das ist ja ganz oft so, ne? Du kommst irgendwo hin, ist ganz ruhig im Raum, ist was los, ja? Jeder ist so beschäftigt. Es sind immer noch ein paar gerade bei Ihnen beschäftigt, aber ich hoffe, ich kann Sie abhalten, ja? Also der Moment, wo alle anfangen, das Telefon rauszuholen, jenseits von Fotos, da muss man dann aufhören, ja? Ich hoffe, ich kann das verhindern. Wir haben heute einen Tag, an dem etwas passiert. Wir geben nämlich den großen Bericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, den wir alle 5 Jahre erstellen, den geben wir heute, schicken wir nach Genf zu dem zuständigen Ausschuss der UN. Und ich war heute in einer Schule und habe mit Kindern, nicht in irgendeiner Schule, sondern in der ersten Kinderrechteschule Berlins und habe mit den Kindern über Kinderrechte gesprochen, auch über neue Medien, über was das so eigentlich alles bedeutet mit den Smartphones und dem permanenten Wisch und Weg. Und es gibt ja bei all dem auch ein paar gute Nachrichten. Ne? Es sind Leute, die sich eigenständig beschäftigen mit Dingen und sagen, ich will selber die Entscheidung treffen, was ich sehe, was ich konsumiere, wie ich das mache, wie lange. Und das ist ja auch eine Chance. Aber es ist deutlich schwieriger. Ne? Früher war das viel einfacher. Es gab das Fernsehen, dann gab es das Nachmittagsprogramm. Und wenn die Eltern das einschränken wollten, dann haben sie vielleicht gesagt, okay, Fernsehverbot oder kein Zugang zum Fernsehzimmer oder was auch immer. Aber selbst wenn die Kinder den Fernseher angeschaltet haben, dann gab es zumindest meistens zu einer bestimmten Zeit dann auch die Kindersendung zum Nachmittag. Und das ist ja das, was heute so nicht mehr Bestand hat, in dem Zeitalter, in dem alles zu jeder Zeit von jedem auch geschaut werden kann. Das ist eine Riesenherausforderung. Und eigentlich kann man sagen, wir leben in einer Zeit, die so dermaßen im Umbruch begriffen ist, wie das kaum vergleichbar in der Geschichte der Menschheit war. Selbst die Industrialisierung hat zwar auch große gesellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht, aber in diesem Maße, wie wir es jetzt erleben, das ist schon ganz schön heftig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das gibt einem schon zu denken, was man hier alles gesehen hat. Und trotzdem ist ja heute eigentlich ein Geburtstag, ne? Also Sie wollen ja feiern, oder? Ja,
Und das ist ja auch schön, weil es gibt Menschen, die sich genau darüber Gedanken machen, wie man das gut gestalten kann, wie man es schafft, aus dieser Fülle der Angebote auch ein Stück weit Klarheit, Transparenz zu schaffen, Regelungen zu schaffen. Auch Eltern, die ja genau vor dieser täglichen Frage stehen, was mache ich denn, wie gehe ich damit eigentlich um, Eltern Unterstützung, Rat und Hilfe zu geben. Und ich hatte letztens so eine Begegnung mit meinem Sohn, der ist jetzt 4. Klasse. Dann sagt er, Mama, also weißt du, bei euch früher, das war wirklich schlimm. Ihr habt ja im Mittelalter gelebt, ja? Also ohne Handy, furchtbar, ja? Und dann, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht, ja? So, und dann überlegt man das, weil man natürlich als Erwachsener ja auch nicht frei davon ist, ne? Wir sind ja selber davon eingenommen. Und diese Zeit, in der das Fernsehen das Leitmedium war, in der eben auch es einen gemeinsamen Kontext gab von was wird gesehen, hast du Sonntagabend Tatort gesehen, es gibt heute noch ein bisschen so, aber ich glaube, das ist auch eher die ältere Generation, die sich dann Montagmorgen darüber austauscht. Auf jeden Fall sind es wahrscheinlich nicht die jungen Leute, die wir hier gerade gesehen haben. Und es ist ja damals auch eine Veränderung gewesen. Nicht nur, dass wir den Umbruch in Deutschland hatten, die Wiedervereinigung, der Mauerfall, all diese Veränderungen gesellschaftlich, politisch. Es war ja auch die Zeit, in der der Kommerz auch ins Fernsehen viel stärker Einzug hielt, die privaten Sender, die gegründet worden sind. Und damit auch einhergehend natürlich die Frage, was machen wir schon zu dieser Zeit? Das war ja letztendlich Ihr Gründungsbeginn, dass Sie begonnen haben zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie regeln. Was passiert, wenn das privatrechtliche Fernsehen kommt? Und was passiert dann mit dem Jugendmedienschutz? Und dann wurde im Sommer 1993 der Verein der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen gegründet. Am 4. April 1994 war es soweit. Die Geschäftsstelle der Freiwilligen Selbstkontrolle nahm ihre Arbeit in der Rauchstraße 18 in Berlin-Tiergarten auf. So wie wir das recherchiert haben, sind sie bis heute 6-mal umgezogen. Ja? Also ich meine, das spricht ja auch Bände über die Berliner Lage. Ich weiß nicht, ob sie jedes Mal raus mussten, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Aber ja, ist auch nicht lustig. Ne? Aber da können wir ja vielleicht noch später... Ja, aber das ist eine Riesenherausforderung, ne? Also wenn wir uns fragen, was sind die Herausforderungen heute? So, ja, worüber regen sich die Leute auf? Was ist das, was den Leuten wirklich, was sie im Herzen berührt, was sie beschäftigt, über Grenzen hinweg? Dann sind das für mich so 4, 5 Themen. Kinderarmut, Altersarmut, Wohnungsnot, Fragen von Sicherheit und Ordnung. Ja, und auch die Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen. Das sind die großen Fragen. Und Sie haben sich in den letzten 25 Jahren letztendlich als Begleiter, Wegbereiter, auch ganz klar als Akteur und für uns als Ministerium auch als strategischer Partner dieser Entwicklung gezeigt, mit dem, was Sie gemacht haben. Und damals, als Sie begonnen haben, da waren das auch die Anfänge von Social Media, von Facebook, von Twitter, von YouTube. Es gab dann die Zusammenarbeit 2008 erstmals zwischen FSF und der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter. Und das war die Zeit, in der wir auch begonnen haben, viel stärker dann mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und heute kann man sagen, Sie sind Verantwortungsgemeinschaft mit uns, mit dem Bund, mit den Ländern und auch mit den Anbietern, die manchmal vergessen, dass sie zur Verantwortungsgemeinschaft dazugehören, die man daran erinnern muss. Und seit 2009 haben ja die FSF-Entscheidungen nicht nur in Form von Sendezeiten eine Formulierung erfahren, sondern zusätzlich auch die entsprechenden Altersfreigaben. Was Menschen über Altersfreigaben denken, haben wir schon gehört. Und ich erlebe häufig, dass Altersfreigaben überhaupt nicht mehr so wirklich als Orientierung genommen werden, sondern maximal als unverbindliche Empfehlung oder als die mit der Frage verbunden, wie kann man denn die gut umgehen? Ja, das fängt damit an, wenn quasi die Grundschüler versuchen, die WhatsApp-Altersregularien zu umgehen. Und das ist etwas, was uns natürlich sehr beschäftigt, wenn wir heute überlegen, wie können wir es denn überhaupt noch regeln? Und es ist ganz klar, wir brauchen einen Jugendmedienschutz, der dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, auch entspricht. Wir haben ein Jugendschutzgesetz, das ist ja wirklich im Zeitalter von Videokassette und CD-ROM ein bisschen stehen geblieben. Da ist ja noch so eine Formulierung drin, elektronische Spielgeräte dürfen nicht an allen öffentlichen Orten zugänglich aufgestellt werden. Das ist natürlich
im Zeitalter von Wisch und Weg an allen Orten zu jeder Tages- und Nachtzeit nicht mehr zeitgemäß, ganz klar. Und es ist nötig, dass wir unser Jugendschutzgesetz auf einen aktuellen Stand bringen, der auch wirklich den technischen Entwicklungen Schritt hält. Und das machen wir gerade. Ich habe mir das vorgenommen, dass wir das auch schaffen in dieser Legislatur. Und das ist natürlich auch ein sehr heißes Eisen. Wir haben den Jugendmedienstaatsvertrag. Die Länder sehen sich auch in der Verantwortung. Jeder hat seine Kompetenzen. Das ist ja auch gut so. Und trotzdem ist ganz klar, dass das, was jetzt im Moment an Rechtsrahmen da ist, nicht ausreichend das regelt, was wir eigentlich brauchen, um da auch voranzukommen. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir in diesem Jahr deutlich vorankommen wollen. Wir haben eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich damit beschäftigt, wie kann das gehen, welche Regelungen müssen verändert werden, nicht nur um Anbieter stärker in die Pflicht zu nehmen, aber auch letztendlich den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und ein Stück weit dazu beizutragen, durch technische Lösungen, aber auch durch klare rechtliche Schranken zu sagen, wir müssen Kinder- und Jugendmedienschutz auch stärker auf den Weg bringen. Und wir wollen in diesem Jahr noch einen ersten Entwurf dafür vorlegen. Wir haben in dieser Woche zum Beispiel auch den Lagebericht Islamismus im Netz vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das ist für uns auch ein Thema, was sehr eng verknüpft ist mit dem Jugendmedienschutz. Weil natürlich all diese Inhalte, Gewaltverherrlichung, subtile Ansprache, Ködern von jungen Menschen mit coolen Videos, mit Bildern, die leicht sie fangen, das ist auch eine Gefährdung letztendlich nicht nur für den Einzelnen, sondern für den sozialen Frieden insgesamt. Und das bezieht sich auf rechtsextreme Inhalte, auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aus jeder Richtung, aber eben auch auf den Salafismus online. Und das sind Dinge, die wir unbedingt angehen müssen, weil natürlich on und offline nicht mehr wirklich voneinander zu trennen sind. Und das, was dann online geködert wird, sich später offline auf dem Schulhof oder sonst wo abspielt. Und insofern sind das große, wichtige, bedeutende Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und dabei geht es natürlich auch darum, wie wir Eltern in die Lage versetzen, damit umzugehen. Wir erleben ganz viel, dass Eltern ein Stück weit auch im Dunkeln tappen, nicht genau wissen, was ihre Kinder da machen. Das ist ja auch hier deutlich geworden und gesagt, mich stört das, wenn mir der heiße Atem ins Ohr haucht und quasi dann die Eltern vor die Tür geschickt werden oder im Zweifel, du sitzt im Restaurant, spätestens nach einer halben Stunde sitzen alle am Tisch mit ihrem Ding in der Hand und keiner redet mehr miteinander oder Eltern sind ganz froh, wenn die Kids ruhig sind, weil sie ja alle beschäftigt sind mit ihrem Smartphone. Und das ist natürlich etwas, dass der Punkt, wo quasi das als Beruhigungsmittel verwendet wird und man nicht mehr hinschaut, was da passiert. Und ich habe so viel Diskussionen. Der eine Kleine sagte, Papa hat gesagt, ich darf nicht alles gleichzeitig, ne? Fernsehen, Playstation und Handy. Und das ist natürlich krass, ja, das ist ja wirklich eine krasse Entwicklung und ich habe so viel Diskussion auch mit anderen Eltern, auch übrigens mit meinem Sohn, wie viel Zeit darf man denn, ja, und das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, wo setzt man denn eigentlich die Grenze? Und für uns ist wichtig im Ministerium auch, dass wir überlegen, wie können wir Eltern auch beraten an dieser Stelle, wie können wir es schaffen, dass sie Alterskennzeichnungen auch verstehen, dass sie das alles durchblicken, dass sie wissen, was sind denn eigentlich die Spiele, die im Moment angesagt sind, wie kann ich damit umgehen? Und auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, es nützt nichts, einfach nur alles zu verbieten, sondern wir haben ja eine Generation, die wächst damit auf, wird dann immer gern gesprochen von den Digital Natives. Naja, dadurch, dass jemand ins digitale Zeitalter geboren sind, muss es noch lange nicht heißen, dass er auch medienkompetent ist. Und ich muss Ihnen sagen, diese Medienkompetenz, wenn man dann so in, heute war ich in der Schule, die waren alle ganz interessiert, aber die haben gesagt, also wir würden uns schon wünschen, dass auch die IT-Ausstattung dann mal in der Schule da wäre und auch die Lehrer, die das gerne machen wollen. Ja? Und deswegen bin ich ja ganz froh, dass wir uns einigen konnten mit den Ländern zum Digitalpakt Schule. Das hat ja draußen keiner verstanden, warum der Bund jetzt da in dieser Größenordnung Geld geben will und die Länder sagen, nein, also es ist ganz gut, dass wir uns vereinbart haben, dass auch diese Ausstattung passiert, dass wir die Kompetenzen vermitteln und dass wir schaffen, dass die jungen Leute, die heute heranwachsen, damit auch tatsächlich gut umgehen können. Naja, und ich hoffe, dass wir
an dieser Stelle mit Ihnen auch gut arbeiten können. Denn für Sie, für uns sind Sie ganz wichtige Partner, wenn wir darüber reden, wie schaffen wir einen gesetzlichen Rahmen, der gut ermöglicht, diesen neuen Jugendmedienschutz zu regeln. Dann müssen wir mit denen zusammenarbeiten, die das seit Jahren als Thema haben. Und das sind Sie. Und deswegen, ich habe den Herrn Haddick mitgebracht, der bei uns Referat hat. Sie können ruhig mal aufstehen, Herr Haddick. Also vielleicht. Jetzt lachen Sie doch noch, na immerhin. Ist gar nicht so einfach. Sie sind jetzt so ruhig, sind Sie erschöpft? Haben Sie den ganzen Tag schon hinter sich? Ja. Okay, ist alles gut? Geht es Ihnen gut? Hier oben ist es irre warm wegen dieser Scheinwerfer. Also, na gut. Okay, also Herr Haddick macht das bei uns federführend und hat die schöne Aufgabe mit allen, also er macht das nicht alleine, keine Sorge. Ja. Aber er hat die Aufgabe natürlich, das jetzt auch vorzubereiten, gemeinsam mit unseren Partnern, gemeinsam mit denjenigen, die sich darüber Gedanken machen, wie sieht eigentlich ein moderner Jugendmedienschutz aus. Und die Marschroute ist, dass wir zum Ende des Jahres einen ersten Gesetzesentwurf haben. Ja, das will ich Ihnen sagen. Und natürlich wollen wir auch Sie dazu befragen, was Sie sich wünschen, was Sie für richtig halten. Und ich warne Sie vor, Herr Haddick hört das auch, wir werden nochmal auf Sie zukommen. Vielleicht auch mehrfach. Ja? Denn ich finde das ganz wichtig, dass wir bei diesen sensiblen Themen, und wir haben ja Menschen, die haben kein so großes Interesse daran, jetzt irgendwas zu regeln. Ja? Also gerade die, die damit Geld verdienen, haben nicht unbedingt dieses Interesse daran, dass irgendetwas vielleicht schwerer zugänglich ist oder sonst wie. Ich war letztes Jahr bei Jugendschutz.net, kennen Sie wahrscheinlich, sitzen in Mainz, Beratungskompetenzzentrum für das Thema Jugendschutz im Netz. Tolle Leute, 55 Leute, die jeden Tag das Netz durchforsten nach den schrecklichen Inhalten, Gewalt, Pornografie, Missbrauch, all das. Ich habe Hochachtung vor denen, die das machen. Und wir haben darüber gesprochen, was das eigentlich für eine Masse ist. Und diese Vergegenwärtigung, eine Minute YouTube, 400 Stunden hochgeladenes Material, 10 Minuten YouTube, der Prüfaufwand unseres Kompetenzzentrums für ein Jahr ist erschöpft. Das ist natürlich immens. Und das ist ein bisschen auch der Kampf gegen Windmühlen. Ne? Und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir es anders lösen können, wie wir junge Menschen sehr wohl zu selbstverantwortlichen Nutzern erziehen können, wie wir Eltern befähigen können, wie wir Schulen befähigen können, wie wir aber auch schaffen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das Gute ist ja, Jugendschutz.net hat inzwischen auch Kontakte zu den großen Anbietern, zu Google, zu YouTube, auch zu Facebook. Und was die islamistischen Inhalte betrifft, da haben wir gerade die neuen Zahlen herausgeben können, da sind hohe Löschquoten erreicht worden, über 90% Löschquoten, natürlich auf Ansprache. Und das ist ein großer Erfolg, aber es ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Das muss man sich immer dabei vergegenwärtigen. Also wir haben eine Menge zu tun. Das ist nicht einfach. Aber wer 25 Jahre diesen großen Wandel durchgemacht hat, mitgemacht hat und gut gestaltet hat, der schafft auch die nächste Zeit. Und ich glaube nicht, dass das Fernsehen sterben wird, auch wenn das hier so ein bisschen im Raum stand. Es wird nur anders werden. Und wenn Dinge anders werden, dann muss man versuchen, die gut zu gestalten. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, dass Sie das gut schaffen und dass wir auch von Seiten des Bundesministeriums mit Ihnen gemeinsam daran gut zusammenarbeiten können. So, und jetzt würde ich einen Punkt setzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für heute und ja, feiern Sie noch schön. Genießen Sie die Sonne. Ja? Dankeschön, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Jetzt ist Ihnen natürlich was Blödes passiert. Jetzt hat sie die Ministerin verpfiffen, weil bei der Stillarbeit hatte ich gesagt, es wird jetzt nachgedacht, möglicherweise was zum Jugendmedienschutz gedichtet oder so. Es sollte nicht auf den Handys gewischt werden. Keiner hört mir zu, auch Erwachsene nicht. Na gut, es geht jetzt weiter und zwar mit einer Talkrunde, für die ich an meine Kollegin Anja Bundschuh übergeben möchte, die Ihnen auch die Gäste vorstellt. Ein Gast kann ich schon vorstellen, es ist der Würfel. Der Würfel taucht wieder auf und er ist in Ordnung gebracht worden von Tobias Kraft übrigens, nicht von mir. Ja, vielen Dank. Wir feiern heute Geburtstag, 25 Jahre FSF. Wir feiern aber auch 25 Jahre Epoche des Jugendmedienschutzes in Deutschland. Und sehr schön, dass Sie
auch heute zu uns kommen konnten. Hier im Raum sitzt die geballte Kompetenz und Erfahrung des Jugendmedienschutzes in Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass wir, auch wenn wir heute vielleicht nicht die Lösung für die Zukunft finden werden, doch mit gemeinsamen Kräften einen Weg nach vorne finden und dieses gemeinsame Anliegen, was, glaube ich, hier im ganzen Saal da ist, dass nämlich Kinder und Jugendliche geschützt werden sollen, egal auf welchem Verbreitungswege, vor Inhalten, dass wir das auch im neuen Zeitalter der Digitalisierung und KI und so weiter gemeinsam hinkriegen. Ich weiß nicht, ob Sie noch da bei uns bleiben können. Sie müssen gehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, wir wollen uns jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde vermutlich damit beschäftigen, wie Jugendschutz, Jugendmedienschutz in der Zukunft aussehen kann und wie die Rolle der FSF und die Rolle der regulierten Selbstkontrolle sein wird. Wir haben diesen Würfel hier. Heute am Anfang der Veranstaltung war er noch sehr wirr. Dieser Würfel steht für die einzelnen Ingredienzen eines für einen erfolgreichen Jugendmedienschutz. Mittlerweile, dank Tobias Kraft, haben wir zwei Ebenen fertig bekommen. Die Frage ist, kriegen wir die letzte auch noch geregelt? Oder müssen wir sie vielleicht gar nicht geregelt bekommen? Vielleicht ist die Vielfalt ja auch wünschenswert. Ich freue mich, dass wir jetzt so geballtes Fachwissen, so geballte Erfahrung, auch viel historisches Wissen in der Talkrunde jetzt haben. Und ich möchte jetzt die die Gesprächspartner vorstellen. Heike Raab, ich fange bei Ihnen an. Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Sie sind, Sie können sich gerne, wo Sie möchten, hinsetzen. Freie Wahl, Selbstkontrolle sozusagen. Vorsitzende Rundfunkkommission der Länder und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz für beim Bund und in Europa. Herzlich willkommen. Dann möchte ich auch Annette Kümmel nochmal auf die Bühne holen. Vice President Government Relation Regulatory Affairs Pro7 Sat.1. Einfach viel zu aber gut. Auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende von VNet, Verband der privaten Medien in Deutschland. Herzlich willkommen. Das war jetzt Ladies First, jetzt kommen die Herren. Herr Dr. Wolfgang Kreisig, herzlich willkommen, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Vorsitzender der KJM seit letztem Jahr und davor waren Sie 10 Jahre Leiter im Medienreferat im Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Und last but not least Dr. Stefan Dreyer, den Sie ja heute, nicht heute Vormittag, frühen Nachmittag schon gehört haben, darf ich auch noch auf die Bühne bitten. Ich gehe in die Mitte, genau. So, wir haben heute schon gehört, wir feiern. Feiern geht in die Zukunft. Die Geburtstagskinder bekommen Geschenke, Geburtstagskinder bekommen Empfehlungen, Geburtstagskinder bekommen erzählt, wie es denn in der Vergangenheit war. Wir wollen auch noch mal kurz in die Vergangenheit gehen, Frau Raab. Als die FSF gegründet wurde, habe ich recherchiert, fingen Sie gerade Ihre Laufbahn in Rheinland-Pfalz an. Als persönliche Referentin des damaligen Ministerpräsidenten Scharping haben Sie auch die Anfänge des Privatfernsehens an Ihrem Standort und die FSF-Gründung vermutlich genauestens im Blick gehabt. Ja, das war damals was ganz Besonderes, weil der private Rundfunk, dieser Urknall ja ein bisschen in Rheinland-Pfalz mit Sat.1 auch seine Wurzeln schlagen durfte. Und das war eine sehr intensive Phase. Und damals hatte man sich ja wirklich um die ein oder anderen Formate wirklich heftige Gedanken gemacht. Und dann war das Thema Jugendmedienschutz plötzlich ein ganz großes. Und das hat möglicherweise damals auch mit dazu geführt, dass Jugendschutznetz in Mainz angesiedelt worden ist. Das kann man heute im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen. Aber wir sind froh, dass wir diese tolle Einrichtung der Beobachtung und Kontrolle und Beratung eben auch bei uns haben. Haben sich dann jetzt rückblickend aus Ihrer Sicht die Erwartungen, die Sie damals hatten an eine Selbstkontrolle, an die FSF, haben die sich erfüllt? Ja, und das ist das schönste Kompliment, was man dem Geburtstagskind heute machen kann.
Wir haben ein gutes Miteinander entwickelt. Es sind tolle Angebote entstanden von ClickSafe. Man hat sich weiterentwickelt. Und während früher, ich war eine ganze Zeit lang auch Abgeordnete, medienpolitische Sprecherin, da haben wir immer noch diesen Flimmo gehabt. Und dann haben wir uns darum Gedanken gemacht, wie lange Kinder vor dem Bildschirm sitzen können. Das war so die Herausforderung. Wenn das ganz kleine Kinder sind, dann reichen 20 bis 30 Minuten aus. Und wenn die ein bisschen älter sind, dann können die vielleicht auch schon mal eine Stunde schauen. Und dann gab es die ersten Filmformate, dann entstand Kika, Nickelodeon und sowas alles. Also das war ein Werden und wir mussten alle miteinander lernen, sowohl Politik, die auch den gesetzlichen Rahmen setzt, als auch die Veranstalter und als auch die, die Medienkompetenzinhalte aufbauten und last but not least, die dann auch Beobachtung und Kontrolle machen. Und ich muss sagen, es hat sich bewährt und ich kann dem Geburtstagskind im Nachhinein sagen, es hat gute 25 Jahre auch hinter sich gebracht. Sehr schön. Herr Dr. Kreisig, Sie waren ja auch lange Zeit Kollege von Frau Raab, sorry, Ladies first. und jetzt als KJM-Verantwortlicher, wie schauen Sie auf die letzten 10, 15 Jahre mit der regulierten Selbstkontrolle in Deutschland zurück? Ja, das ist herausfordernd, weil ich habe in der Tat, war jetzt nicht so nah dran wie Frau Raab von Anfang an, sondern eher etwas zurückhaltend beim Thema Jugendmedienschutz, weil es ist tatsächlich ja ein sehr komplexes Gebilde und manchmal schaut man da auch mit einer gewissen Skepsis raus, wenn man in der Staatskanzlei sitzt. Jetzt ist es natürlich anders geworden. Als Vorsitzender der KJM habe ich mich viel intensiver damit befassen dürfen und kann auch sagen, aus den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe und auch historisch betrachtet sagen muss, und darf, dass schon die FSF ein Erfolgsmodell ist, weil wir auch heute schon gehört haben, was alles stattgefunden hat in den letzten Jahren. Und es hat sich ja auch sozusagen ein Bewusstsein entwickelt für das, was Jugendmedienschutz ausmacht, für eine Spruchpraxis. Viele Prüferinnen und Prüfer sind aktiv gewesen an diesen Fällen, haben sich sehr intensiv mit dieser Materie befasst. Und aus der Aufsichtspraxis kann ich ja daher jetzt auch sagen, wir haben keine größeren Probleme mit dem, sage ich mal, klassischen Fernsehen. Im Grunde sagen wir, das klassische Fernsehen läuft eigentlich gut. Wir haben natürlich immer die eine oder andere Reiberei, das klang schon mal an, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Und es gibt immer Fälle, die sich vielleicht an der Grenze bewegen. Aber im Großen und Ganzen ist ja gerade bei den Fernsehunternehmen das Thema Jugendmedienschutz vollkommen angekommen. Und da ist eben auch der große Unterschied zu den Inhalten, die wir jetzt als problematischer ansehen, nämlich, dass wir ja im Fernsehbereich Unternehmen haben mit Redaktionen im Hintergrund, mit Personal, die sich über solche Dinge Gedanken machen. Anders ist es bei audiovisuellen Inhalten, wo eben ein Einzelner jetzt einen Inhalt produziert. Da ist dieser Background natürlich nicht da. Und da haben wir natürlich eine ganz andere Gefährdungslage. Also Fernsehen ist dann punkto Jugendmedienschutz sicherlich ganz weit vorne. Also in den letzten 25 Jahren auch so der Weg hin zu einem, heute könnte man sagen, Trusted Media. In diesem dichotomen Durcheinander von Verbreitungskanälen, von audiovisuellen Inhalten. Die FSF, Jugendmedienschutz in Deutschland, steht auch für eine hochwertige Diskussionskultur in den Ausschüssen, in den Gremien. Da wird wirklich mit Herzblut, Engagement, mit dem Anliegen, mit den Sendern auch diskutiert. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte, haben wir gehört. Jetzt, Frau Kümmel, wir haben vorhin in den Filmen gehört, dass die Kinder sich ja durchaus differenziert mit diesen Altersfreigaben auseinandersetzen. Also die haben dann aber schon auch so Fragen, warum ist der 12, warum ist der 16? Für so ein Multi-Channel-Plattform wie Sie, für so ein Multi-Channel-Haus wie Sie, ist das eine Herausforderung zwischen Realität gesetzlicher Art und der Marktrealität? Definitiv. Also es ist eine Herausforderung. Es ist aber auch ein Stück weit noch ein Manko, dass wir in der heutigen Regulierung zwischen JMStV und Jugendschutzgesetz schon haben, was das Thema Durchwirkungswirkung anbelangt. Also ein Thema, über das wir, ich erinnere mich an meine Zeit im Vorstand der FSF, damals schon sehr intensiv gesprochen haben, ist die Frage, was ist denn, und es kommt häufiger vor, wenn bei ARD oder ZDF oder auch bei einem Lizenzgeber, der bei der FSK vorlegt, Lizenzware anders klassifiziert wird als durch die FSM und durch die Jugendschützer selbst. Sind wir natürlich im TV sofort bei der Sendezeitbeschränkung, werden aber overruled
von möglicherweise bundesgesetzlichen Regelungen. Da, auch das eine Erfolgsgeschichte der FSF, gibt es natürlich über die letzten Jahre einen guten Austausch auch mit der FSK zusammen. Wir finden Lösungen jenseits der gesetzlichen Anpassung auch im JUSCH, nachdem der JMStV vorgelegt hat. Aber das reicht natürlich nicht. Und wenn man in die Zukunft schaut oder in das, was wir in der Strategie als Veranstalter und als Medienhäuser verändern, ist tatsächlich dieses Thema Multi-Channel-Strategie. Wir denken unsere Inhalte zentriert nach dem User. Wir haben die TV-Inhalte, wir haben aber auch Video-on-Demand-Inhalte, zu denen wir in der Klassifizierung mit Sendezeitsperren oder jetzt bei 7TV auch über technologische Jugendschutzmaßnahmen nachdenken müssen. Wir haben Zuständigkeiten nicht nur bei FSF und FSK. Die USK kommt ins Spiel, die ja von der KJM auch genehmigt bekommen hat, audiovisuelle Dienste zu prüfen, weil natürlich auch Let's Play-Angebote, Gaming, Bestandteil auch von Multi-Channel-Strategien ist. E-Sport-Angebote gehören da genau dazu, die auch bei ProSiebenSat.1 Teil des Unternehmens, der Unternehmensstrategie sind. Selbst bei öffentlich-rechtlichen Veranstaltern, und auch da sieht man wieder die unterschiedlichen Bewertungen, und es kam auch bei den Jugendlichen vor, ist eine Sendung von Funk, die von Jugendschutzbeauftragten, auch wenn ich mir gewünscht hätte, sie wäre von der FSF geprüft worden oder von der FSM, von Jugendschutzbeauftragten anders bewertet worden in der Altersklassifizierung und dann trotzdem von YouTube gesperrt worden, weil andere Interessenslagen vorlagen oder weil andere Kriterien angelegt worden sind. Und deswegen, glaube ich, haben wir hier große Herausforderungen, in die wir die Kompetenz, und das Lob nehmen wir natürlich gerne als Veranstalter, aber auch als FSF mit, die wir die Kompetenz, die wir über die letzten Jahre auch als Trusted hergestellt haben, in die wir in andere Themengebiete überführen. Deswegen vorhin auch mein Appell, lasst uns einen Jugendschutz-Hub gründen, lasst uns das ganze Thema Jugendschutz, Jugendmedienschutz institutionsübergreifend betrachten. Vielleicht wird das ja jetzt durch den versprochenen Entwurf aus dem Bundesministerium schon gelöst. Ich glaube nicht. Frau Raab, die Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz hatte sich ja schon 2016 mit dem Thema Jugendschutz beschäftigt, ist wieder auf Eis gelegt, ist wieder, glaube ich, aktualisiert worden. Sie sind schon dabei. Können Sie uns schon so ein bisschen an Ihren Überlegungen teilhaben lassen, wie Sie als Bundesländer mit dem Bund jetzt dieses Thema angehen werden? Wir sind in einem guten Dialog und darüber bin ich total froh. Mhm. Wir haben in der Bund-Länder-Kommission Medienkonvergenz ja fast zwei Jahre intensiv debattiert. Wir haben da auch schon wichtige Weichenstellungen einfach gedanklicher Art und Weise vorgenommen. Aber dann war irgendwann im Bund die Legislaturperiode zu Ende, dann fanden Bundestagswahlen statt und dann bis eine Regierung gebildet war und alles, das will ich nicht Revue passieren lassen. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg und das, was Frau Ministerin Giffey gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Am Dienstag haben wir auch die erste Runde zusammen gehabt. Länderseitig ist die Rundfunkkommission beteiligt und sind auch noch natürlich die obersten Landesjugendbehörden beteiligt und viele andere Player. Und ich habe das Feedback ist, dass es ein sehr konstruktiver Aufschlag war. Mhm. Wir haben aber vor 2 Jahren, und die Zeitläufe sind immer so, und vieles, was Frau Kümmel auch gerade gesagt hat, nehme ich gerne auf. Es hat sich in 2 Jahren schon viel geändert. Und wir können nicht einfach das rausnehmen, was damals in der Schublade gelegt hat. Frau Giffey hat eben zu Recht gesagt, wir haben da ja auch noch Vorschriften im Bundesjugendschutzgesetz drin, die auch ein altes Vokabular haben. Also das Wort Trägermedien, das brauchen Sie Jugendlichen gar nicht mehr erzählen. Die wissen gar nicht mehr, was das ist. Mich hat in dem Filmbeitrag gewundert, die haben alle noch so über DVDs gesprochen, aber ich erlebe das bei mir zu Hause nicht mehr, dass da noch eine DVD genutzt wird. Die muss man nämlich wieder einpacken, in den Schrank zurückräumen, dann meckert die Mutter rum, dass die auf dem Boden rumliegt. Das ist doch viel cooler, diese On-Demand-Angebote zu nutzen. Die großen Plattformen bieten alles dann, wann man es möchte. Also wir sind mit dem Bund auf gutem Weg. Wir
wollen uns aber auch so einstellen, dass wir jetzt einen Rechtsrahmen schaffen, der die Durchwirkungsregelung macht, der eine kohärente, konsistente Lösung schafft. Wir müssen die AVMD-Richtlinie in den Blick nehmen. Da ist es ja uns gemeinsam, Bund und Länder, gelungen, eben auch noch Impulse zu liefern. Und ich sehe das als eine konstruktive neue Phase ein. Und wenn da am Ende ein Hub bei rauskommt, der viele Dinge miteinander vereinbart, dann ist das ein Weg, den wir Länder gerne mitgehen. Und jeder hat da seine Rollen, aber Kooperation ist das Beste, was es gibt. Darf ich eins draufsetzen? Bitte. Jugendschutz-Hub, warum nicht auch ein Bund-Länder-Staatsvertrag? Wir hätten das erste Mal die Chance. Es gibt diese Annäherung, es gibt den konstruktiven Austausch, das nehmen wir auch sehr deutlich wahr. Die Worte von Frau Giffey waren auch sehr klar, finde ich. Aber es würde auch die Chance bieten, nachdem unsere koregulierte Selbstregulierung Vorbild der neuen AVMD-Regelungen waren und die Themen auf dem Tisch liegen, die ich eben genannt hatte, tatsächlich jetzt einen großen Wurf anzugehen und möglicherweise das erste Mal Vorreiter zu sein von einem gemeinschaftlichen Regelungswerk. Das ist so ein bisschen, wenn man den kleinen Finger reicht, bekommt man den Arm abgerissen. Aber nein, bin da ganz entspannt. Also das Bundesjugendschutzgesetz enthält ja nicht nur Regelungen, die den Jugendmedienschutz betreffen, sondern es gibt auch noch andere Regelungsbereiche. Und das Jugendschutzgesetz ist in einer Grundnovelle am Ende auch. So, und jetzt müsste man, das kann man auch machen. Natürlich, es ist ein bisschen ungewöhnlich im föderalen System, dass der Bund mit den Ländern Staatsverträge eingeht. Das macht man meistens in anderen Fragen. Aber wie man das am Ende rechtstechnisch löst, das ist, glaube ich, die geringste Frage. Wir müssen uns in den Zielen einig sein und wir müssen ein kohärentes rechtliches Rahmenwerk schaffen. Und da sehe ich uns eben auf einem guten Weg. Und der Zeitplan steht jetzt und wir haben ein gutes Austauschgremium geschaffen und ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit. Das heißt, im Ende der Legislaturperiode ist konvergenter Jugendmedienschutz in Deutschland Realität. Was meinen Sie? Ja. Gut. Ja, das meine ich. Herr Kreissig, sehen Sie das auch so? Beziehungsweise was würde sich für Sie bei so einem konvergenten Jugendmedienschutz-Ordnungsrahmen verbessern? Naja, ich glaube, der Ziel der Konvergenz ist ja, dass vor allem auch die Betroffenen sozusagen einen klaren Rechtsrahmen kriegen und mehr Rechtssicherheit. Und daher glaube ich auch, wie Frau Rabte schon gesagt hat, dass wir jetzt gemeinsam sprechen, ist genau der richtige Weg. Ich glaube auch, dass der richtige Weg ist, stärker in die Praxis hineinzuhören. Deswegen dürfen wir uns auch beteiligen als KJM. Wir arbeiten ja auch stärker in der Praxis. Und was wir von Frau Kümmel vorhin gehört haben, was es alles für Aktivitäten im Fernsehbereich gibt, das zeigt eigentlich auch, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, gesetzliche Regelungen weniger starr, sondern eher flexibel auszubauen, die dann vielleicht durch Organe wie eine KJM oder andere auch ausgefüllt werden können. Denn natürlich ist es so, wenn Sie über Technik sprechen, Sie basteln Ihre Konzepte und dann müssen auch von dort aus vielleicht Fragestellungen kommen oder auch Überlegungen kommen, wie kann man das in einen funktionierenden Jugendschutz überführen. Da kann man ja offen sein. Am Ende ist das Entscheidende, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, dass sich in der tatsächlichen Arbeit gar nicht so viel verändern muss, sondern wir müssen einfach uns, die Organe, die im Spiel sind, einfach so koordinieren, dass sie miteinander zusammenarbeiten. Und das ist auch möglich. Wenn man nämlich den politischen Willen hat, jetzt tatsächlich Hand in Hand Dinge anzugehen, dann kann das auch klappen. Denn warum soll man bei so einem komplexen Feld wie dem Jugendmedienschutz das Know-how, was man über Jahrzehnte aufgebaut hat, jetzt einfach herschenken und was völlig Neues machen? Ich glaube, es geht darum zu kooperieren und das, was man an Know-how aufgebaut hat, zusammenzuführen für einen besseren Jugendmedienschutz. Und wenn man die Zielrichtung im Kopf hat, ich glaube, dann kann man sehr viel erreichen. Ob das dann mehr oder weniger Konvergenz ist, ist auf jeden Fall mehr. Ich glaube auch, so einen ganz großen Wurf, ich glaube, man ist gut, wenn man erstmal auch die realistischen Schritte anschaut. Deswegen würde ich so von Begrifflichkeiten gar nicht so viel halten. Ich denke, der Schritt ist jetzt wichtig, dass diese Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft steht und dass wir auf der Basis dann gemeinschaftlich überlegen, was die besten Lösungen sind. Gleichzeitig läuft ja auch die Umsetzung der AVMD-Richtlinie. Die ist ja jetzt noch sehr spannend. Da ist ja auch seit langem das Thema Konvergenz, kann man nicht von Brüssel aus linear, nicht linear diese Trennung aufheben.
Sie ist nicht aufgehoben worden. Sie hat aber immerhin jetzt eine Kennzeichnungspflicht für Online-Inhalte in Deutschland möglicherweise aufs Tablet geschrieben. Was passiert da? Müssen die Mediendienste, wie haben Sie die Umsetzung hier vor? Die Umsetzung der AVMD-Richtlinie wird momentan auch schon in einem neuen Medienstaatsvertrag jetzt in den Blick genommen. Wir haben letztes Jahr einen ungewöhnlichen Weg beschritten. Wir haben nämlich über 2 Monate hinweg auch ein Online-Beteiligungsverfahren mit unglaublich vielen Eingaben erlebt. Es geht da um Plattformregulierung, es geht um Intermediäre, die Rolle der Suchmaschinen, es geht auch um das Thema Streamingdienste. Das hat jetzt mit dem Jugendschutz auch zu tun, aber nicht in erster Linie. Und es geht aber auch darum, wie wir uns Ich weiß nicht, ob wir alle diese Instrumente, die wir bisher immer praktiziert haben, das war das Thema Sendezeitbeschränkung, das war das Thema, dass man Jugendschutzprogramme versucht hat zu implementieren, aber die Welt der Jugendlichen hat sich einfach völlig weiterentwickelt. Und deshalb brauchen wir eine viel stärkere Konzentration auf eine Anbieterverantwortung. Wir wollen nicht regulieren um des Regulierens Willens, aber es zeigt mir einfach, dass wir Altersverifikationen brauchen, die, so wie es in der AVMD-Richtlinie aufnotiert ist, diese entwicklungsgefährdenden Angebote eben nicht für Kinder zugänglich machen. Und das müssen die Plattformanbieter eben auch gewährleisten. Und das ist eine große Herausforderung. Das macht Fernsehen seit vielen Jahren ganz verantwortungsvoll. Aber wir haben hier einfach einen völlig neuen Anbieter, Moral, muss ich eben auch sagen. Und wenn es keine plausible Altersverifikation beispielsweise gibt und dieser eine junge Mann hat gesagt, warum sollte ich auf pornografische Seiten, ich bin doch ein Kind, dann sage ich, das war ja sehr klug von ihm. Aber es gibt eben welche, die das nicht so einfach für sich beantworten können. Aber wenn ich auf solchen Seiten lande und einfach nur die Frage beantworte, bin ich 18, klick, dann ist das für mich, wird die Anbieterverantwortung hier nicht wahrgenommen. Es gibt gute Beispiele, Maxdome mit PIN und einer Altersverifikation, die die Eingabe der Personalausweisnummer voraussetzt. Aber ich sag mal, beim Zigarettenautomaten muss ich den Personalausweis reinstecken, aber auf Plattformen komme ich leicht irgendwo hin und das muss sich ändern. Es steht ja auch drin, dass Mediendienste jetzt ausreichend Informationen über entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte bereitstellen müssen. Reicht unsere Altersklassifizierung dafür aus? Wir müssen über das Thema Altersklassifizierung, meine persönliche Meinung, keine im Länderkreis abgestimmte, anders nachdenken. Also diese Schritte 6, 12, 16, 18, ich sehe das sehr, wie die Jugendlichen das gesagt haben, das waren mal welche, die hat man auch anhand der damaligen Gegebenheiten sich ausgedacht und als diese Altersbeschränkungen erfunden worden sind, hat man auch filmisch audiovisuelle Inhalte völlig anders beurteilt. Damals sind Tatorte ab 16 oder 18 qualifiziert worden, das würde heute kein Mensch mehr tun. Also das ist stammt aus einer Zeit, die hat sich einfach weiterentwickelt. Wir müssen neu denken. Herr Dreyer, Sie haben das ja auch in Ihrem Vortrag heute schon antönen lassen. Wenn ich mir jetzt mal dieses System des Jugendmedienschutzes anschaue, da haben wir unterschiedliche Stellschrauben. Wir haben Frau Raab und die Kollegen, wir haben die Aufsicht, wir haben die Sender, wir haben die Eltern und wir haben die zu Schützenden, nämlich die Kinder und Jugendlichen. Wo meinen Sie, können wir heute drehen und wo ist der größte Hebel, dass wir in Richtung Konvergenz gehen? Ich möchte jetzt mal bewusst das Thema Politik ausklammern, möchte jetzt nicht der Unkenrufer sein, aber wo gibt es sonst noch Hebel aus Ihrer Sicht, aus systemischer Sicht, wo Sie sagen, hier haben wir eine Chance in Richtung Vereinheitlichung, in Richtung Orientierung auch für die Zuschützenden? Also das Stichwort wurde schon genannt. Wenn man Jugendschutz begreift als etwas, was als Ziel hat, die Jugend zu schützen, dann müsste man eigentlich von der Jugend aus anfangen zu denken, nämlich wie geriert sich Jugendschutz für die. Und die Alterskennzeichen sind eine der Oberflächen, wo sie mit Jugendschutz in Berührung kommen. Ansonsten sind es eben vor allen Dingen Stoppschilder.
Oder aber sie kommen mit entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten in Berührung und fragen sich, gibt es nicht sowas wie Jugendschutz? Also sollten die mich nicht davor schützen? Und das ist extrem ambivalent für Kinder und vor allen Dingen noch mehr für Jugendliche, damit umzugehen. Also zu verstehen, was eigentlich die Erwachsenen und die Politik, was die da machen. Weil das für die nicht durchschaubar ist. Und ich glaube, dass deswegen, wenn man so rumdenkt, es vor allen Dingen erstmal um Durchschaubarmachung geht. Und wir merken, dass es sehr komplex ist. Wir sagen ja häufig, der deutsche Jugendmedienschutz hat ein Wasserkopfproblem. Wenn wir es schaffen, diesen Wasserkopf wieder auf normale Größe runterzuschrumpfen, dass man dann auch diese Vereinfachung besser begreifbar machen kann. Sie haben das vorhin auch angetönt, es müssen Entscheidungen ins Ungewisse getroffen werden. Wer Daten hat, weiß mehr. Ich möchte das ganze Thema Maschine-Mensch mal ansprechen, weil das natürlich auch vorhin angetönt ist. KI, bringt das etwas? Wird das die FSF abschaffen? Nein. Und es wird auch es wird Nischenbereiche geben, wo die Inhalteerkennung wichtiger ist als die Altersklassifizierung. Das geht um die krassesten Inhalte, die man sich vorstellen kann. Also Extremismus, die oft genannten Enthauptungsvideos, kinderpornografische oder Kindermissbrauchsdarstellungen. Das sind Sachen, da reden wir nicht mehr über Altersklassifizierung, sondern das sind absolut unzulässige Inhalte. Und die rechtlichen Kriterien zur Bestimmung, ob ein Inhalt unzulässig ist dieser Art oder nicht, die sind relativ gut formalisierbar in Softwarecode. Also wenn ein Mensch enthauptet wird, dann rechtfertigt meistens nichts diese Art der Darstellung. Das heißt also, die Maschine muss nur erkennen, es wird jemand enthauptet und kann dann eine Entscheidung treffen, die wir mit deutschem Jugendmedienschutz kompatibel machen können. Schwieriger wird es dort, wo die rechtlichen Grauzonen größer werden. Wenn es also um so etwas wie sozialethische Desorientierung geht, dann ist das ein Inhalt, der für bestimmte Altersgruppen unschädlich ist, für andere aber schädlich. Und zu bestimmen, welche Form der sozialethischen Desorientierung dann eine Altersabstufung von 12 oder 16 zur Folge hat, das ist jedenfalls derzeit mit den Technologien nicht formalisierbar. Das heißt, da muss jemand drauf gucken. Also wenn man das jetzt versucht zu verkürzen, dann sagt man, es gibt bestimmte Inhalte, für die kann man Maschinen benutzen, weil es nur darum geht, sie zu erkennen und dann sofort zu entscheiden, das wollen wir nicht. Und ansonsten können Maschinen helfen, bestimmte Inhalte nach oben zu spülen, sozusagen, wenn man also in einem Ozean von Inhalten unterwegs ist. Und da müssten dann aber die Experten raufgucken, um zu sagen, ist das tatsächlich ein relevanter Inhalt? Und wenn ja, für welche Altersgruppe oder mit welchem Inhaltedeskriptor versehe ich dann diesen Inhalt? Wenn ich mir jetzt überlege, da sitzt eine Maschine, die guckt, wird ein Kopf abgeschlagen oder nicht, dann ist das ja eine 0-1-Entscheidung, schwarz-weiß. Ja, ist bei Maschinen nie so. Das sind immer Wahrscheinlichkeiten. Aber ein Mensch geht doch viel differenzierter ran, auch in der Bewertung. Ich meine, die Prüfgremien bestehen aus Menschen, die diskutieren. Kann man da eine Tendenz sagen, gibt es bestimmte, dass man sagt, die Technologie wird strenger entscheiden als ein Gremium aus Menschen? Also das Einfache ist, dass man die Technologie ja programmiert. Auch wenn die Machine Learning heißen oder intelligente Systeme, das sind Algorithmen, die man beeinflussen kann, jedenfalls regelmäßig. Und wenn mein Ziel ist, hier präventiven Jugendschutz nach vorne zu ziehen, weil es um krasse Inhalte geht, dann möchte ich vielleicht, dass die Maschine im Zweifel eben gegen den Inhalt entscheidet und sagt, ich nehme den erstmal weg, ich zeige den nicht an. Das sind Menschen, die diese Maschinen programmieren und das ist möglich. In anderen Bereichen möchte ich vielleicht, dass die Maschine eben nur mir die Zweifelsfälle anzeigt und ich dann ein menschliches Verfahren habe, das dann entscheiden kann. Also das steuern wir als einsetzende Organismen für diese Algorithmen. Wenn Sie jetzt Ihr Pack, ja? Ja, wir haben auch positive Beispiele, wo sowas verwendet wird. Es gibt dieses eine Programm, Foto-DNA beispielsweise, wo verschleppte oder vermisste Kinder, wo ein Abgleich stattfindet, beispielsweise mit kinderpornografischen Seiten. Also natürlich kann man KI, kann man solche lernenden Systeme einsetzen, aber
man kann sie nicht einsetzen in diesen rechtlich oder in diesen Grauzonen. Da teile ich absolut, was Herr Dreyer gesagt hat. Wir brauchen eine menschliche Nachkontrolle für Zweifelsfälle. Wir haben beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz erlebt, was für schräge Löschungen vollzogen worden sind. Und insofern, es gibt klare und eindeutige Dinge. Man muss sich dem lernenden System auch eben, man kann es weiterentwickeln. Eine Enthauptung ist klar, ein Fotodatenabgleich von missbrauchten und vermissten Kindern ist klar. Und über solche klaren Fälle können wir auch lernen, wie wir es sinnvoll einsetzen können. Sinnvoller Einsatz kann natürlich auch bei den Sendern bzw. den Plattformanbietern stattfinden. Also ich glaube, es ersetzt auf keinen Fall die jugendschutzrechtliche und medienpädagogische Bewertung des Inhalts, die Kontextualisierung. Aber ich hatte vorhin erwähnt, 7TV als Plattform, auch da arbeiten natürlich die Jugendschützer an gemeinsamen Modellen und KI-Strukturen, digitalen Technologien, um eine Vorerkennung stattfinden zu lassen, die dann wiederum bei der Altersklassifizierung und bei der Bewertung durch die Jugendschutzbeauftragten oder die Selbstkontrolleinrichtungen helfen kann. Wichtig ist nur, also das ist eines, das ist ein Hilfsmittel. Ich glaube, es ersetzt nicht die medienpädagogische und jugendschutzrechtliche Bewertung. Wir müssen sie nur, und da bin ich dankbar, dass Sie es gesagt haben, auf dem Kooperationsweg und auch Sie, Herr Kreissig, wir müssen darüber nachdenken, welche Folgewirkungen haben diese Altersklassifizierungen denn. Im Fernsehen haben wir immer noch die klassische Sendezeitbeschränkung. Das heißt, bestimmte Inhalte dürfen schlichtweg nicht ausgestrahlt werden. Für die zukünftige Entwicklung, auch wenn ich an die Endgerätepenetration denke, 2/3 der Haushalte haben Smart-TV-Geräte, die könnten Coding und Decoding erlauben. Das heißt, mit einer gewissen Programmierung brauche ich keine Sendezeitbeschränkung mehr, weil ich eine technologische Sperre einziehen kann, die aber heute so noch nicht vom JMSTV abgedeckt wäre. Also ich glaube, wir haben tatsächlich zahlreiche Themen, die wir jetzt angehen müssen für die gemeinsame Überarbeitung JUSCHG und JMSTV. Wenn wir mal auf die Idee des vorhin von dir eingebrachten Jugendschutz-Hubs. Genau, beziehungsweise die Ölplattform. Oder der Jugendschutz-Hub, der dann auf der Ölplattform angesiedelt wird. Frage ist noch, wo dann diese Ölplattform zu stehen hat. Berlin oder Mainz? Was stand da noch auf der Arbeitsliste aus Ihrer Sicht? Naja, ich glaube, das kann man anknüpfen dann an die Diskussion, die wir gerade hatten. Ich glaube, wir müssen ein intelligentes Gesetz schaffen. Und ich finde, was wichtig wäre ein Anreiz zu setzen, für Anbieter eben etwas zu entwickeln. Und ich spreche ja mit vielen Anbietern, die alle das oder viele das Interesse auch haben, selber was zu entwickeln für ihre Systeme. Und dann darf es natürlich, sollte es nicht so sein, dass das Gesetz das nicht ermöglicht, sondern wir müssen, glaube ich, Schnittstellen im Gesetz schaffen, dass Anbieter tatsächlich zu welchem Organ auch immer kommen können und sagen, hier in einer Kooperation am Austausch können wir feststellen, dass das jetzt einen so wirksamen Jugendschutz bietet, der für uns ausreichend ist. Ja, in der AVMD-Richtlinie steht ein angemessener Jugendschutz. Das ist auch so eine Begrifflichkeit mit vielen Kriterien. Also ich glaube, wir müssen zu einer, sag ich mal, einer vielleicht auch Varianz kommen von Möglichkeiten in unterschiedlichen Systemen auch, dass man nicht eine Lösung für alle hat. Vielleicht kann man auch stufen, je nach Jugendrelevanz eines Angebots, wie hoch man die Anforderungen setzt. Aber auf jeden Fall müssen Anreize da sein. Es muss die Möglichkeit geben, Rechtssicherheit zu schaffen für die Anbieter, indem man etwas anerkennt oder lizenziert oder wie auch immer. Und das möglich in einem vielleicht sogar institutionalisierten Austausch über die Fortentwicklung solcher Systeme zwischen dann zum Beispiel Organen wie der KJM und den Selbstkontrolleinrichtungen, damit man einfach institutionalisiert weiter an dem Thema arbeitet und es nicht einfach stehen lässt. Wir müssen einfach ständig uns mit dem Thema auseinandersetzen und auch eine Entwicklung ermöglichen. Und da muss halt auch viel Input von den Anbietern selber kommen, denn sie haben ja die Technik in der Hand. Dass jetzt eine Behörde sich eine Technik ausdenkt und sagt, so wird es jetzt in Zukunft sein, das ist ja nicht mehr realistisch. Also das heißt, da ist der technische, das Know-how bei den Anbietern, die dann auch sozusagen im System selbst Safety by Design-Ansätze denken, mitdenken können und dann auch Lösungen entwickeln, die dann vielleicht auch eine Anerkennung erfahren können. Ja, die Herausforderungen sind ja quantitativ und qualitativ gewachsen. Auch was wir heute an entwicklungsgefährdenden Angeboten sehen können, das haben wir uns vor 5 Jahren, habe ich mir manche Dinge noch nicht vorstellen können.
Deshalb glaube ich, brauchen wir eine Trias. Das eine ist für mich ganz klar die Nutzerverantwortung, aber auch Beobachtung und Kontrolle. Und das dritte Anbieterverantwortung. Mit Nutzerverantwortung meine ich auch Medienkompetenz. Ohne das wird es nicht geben. Wir müssen auch die Eltern befähigen, irgendwie Schritt zu halten, die Lehrenden, aber wir können auch nicht alles auf die abwälzen, das ist mir auch ganz klar. Wir brauchen auch Kontrolle, wir brauchen so etwas wie Jugendschutznet, das eben auch hinschaut und das uns auch auf Dinge aufmerksam macht. Und bei dem Thema Kontrolle und Beobachtung können wir uns lernende KI-Systeme zunutze machen. Und das dritte ist das Thema Anbieterverantwortung. Und Herr Greisig hat es eben auch gesagt, das soll nicht nur sein, dass wir hier bei Ordre de Mufti sagen, so müsst ihr es machen. Wir haben positive Beispiele, deshalb ist für mich der Weg des Anreizsystems immer ein guter. Wir haben Angebote letztes Jahr auf der Gamescom, Nintendo Switch beispielsweise, wo Eltern leicht Beschränkungen der Spieldauer vornehmen können. Also es wird auch für Elternkinder leicht zu bedienen. Maxdom habe ich eben gesagt, plausible Altersverifikation. Sowas wünsche ich mir, denn die Smart TVs werden das Mediennutzungsverhalten, das sowieso schon verändert ist, auch weiter verändern. Und deshalb muss auch mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten müssen unsere Mechanismen eben auch Schritt halten. Würde denn so ein runder Tisch es helfen, ausländische Anbieter auch mit an den Tisch zu bekommen und vielleicht die Probleme, die wir im Legislativen haben, ein bisschen zu entschärfen? Ich glaube, es könnte es befördern. Also das war, ist die Idee des Hubs, auch so wie Sie sagen. Natürlich haben wir eine Dreiteilung. In dem Hub ist, oder auf der Ölplattform, wo auch immer, ist aus meiner Sicht natürlich die Aufsicht vertreten. Wir brauchen die Beobachtung, wir brauchen Aufsicht. Sind aber auch ein sehr viel stärker, vielleicht fusioniertes oder in Joint Venture zusammengewachsenere Konglomerat aller Selbstkontrollen mit drin. Wir könnten technologische Förderung mit ansiedeln, die in technologische KI-Anwendungen, Jugendschutzprogramme geht. Es könnte ein Austausch stattfinden, der regulierte Selbstkontrolle ermöglicht, aber ein Stück weit auch Beratung und Kompetenzzentrum sein kann, was wiederum ein Anreiz wäre, auch für Internationale zu sagen, ja, ich brauche das Vertrauen auch beim Nutzer, um erfolgreich zu sein oder um bestimmte Dinge ermöglicht zu bekommen, sei es von der Politik oder wem auch immer, und Teil dieses Kompetenzzentrums oder Hub zu sein. Wir sind schon, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir schon wieder sehr knapp sind. Aber Kooperation mit den Internationalen gibt es, also das kann Herr Greisig besser sagen eigentlich. Ja, das gibt es in der Tat. Also Netflix ist ein gutes Beispiel, hat sich an der Selbstkontrolle angeschlossen. Ich glaube, aber wir erreichen natürlich in erster Linie diejenigen Unternehmen, die auch ein eigenes Interesse haben und auch die Potenz, sich um Jugendmedienschutz zu kümmern. Und das ist natürlich auch freulich, wenn so große globale Unternehmen dann den Weg finden zu den Selbstkontrollen und sagen, ich schließe mich da an, ich will mich im System von Deutschland oder dem Markt Deutschland ist es ja dann auch am Einfinden. Sorgen machen uns natürlich schon in erster Linie diejenigen, die auch noch etwas kleiner sind und sagen, wir wollen uns nirgends anschließen. Und die heranzuführen, das ist natürlich eine Herausforderung. Oder aber eben auch gesetzliche Maßnahmen zu schaffen, um dann gegen solche Angebote, die dann problematisch sind, dann auch wirksam vorzugehen. Da ist es wahrscheinlich nicht ausreichend, wenn man nur eine nationale Regelung schafft. Da müsste man sicherlich auch auf europäischer Ebene schauen, ob es da Maßnahmen gibt, die diesen Bereich adressieren, der ja für uns auch sehr problematisch ist, weil wir da einfach noch nicht die richtigen Hebel in der Hand haben, um, sage ich mal, illegale Angebote jetzt mal dann auch ja, zu bekämpfen, in Anführungsstrichen, oder da etwas zu tun. Zumindest nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre. Das stimmt, ein Sanktionssystem brauchen wir auch und wir brauchen auch Zustellungsbevollmächtigte. Wir brauchen auch manchmal einen Briefkasten, wo wir irgendwas einwerfen können, im wahrsten Sinne des Wortes, um Menschen zu finden. Gut, die FSF hat heute Geburtstag. Sie ist beglückwünscht worden auf ihrem Weg, damit sie die weiteren 25 Jahre erfolgreich absolviert. Was geben Sie ihr als Geschenk mit auf den Weg? Dass wir ganz schnell einen kohärenten und konsistenten Jugendmedienschutz in Deutschland in diesem Jahr hinbekommen. Annette, was gibst du der FSF mit auf den Weg? Ich würde sagen, den Mut, den sie schon bewiesen hat, neue Wege zu gehen und vielleicht die Ersten zu sein, die sie ins Hub einziehen. Umzüge könnt ihr ja.
Also auch. Also ich finde es wichtig, dass das, vor allem das Know-how erhalten bleibt. Und von die Position so zwischen den Stühlen ist, glaube ich, auch genau richtig für eine Selbstkontrolle. Denn die Selbstkontrolle ist auch so gut, wie die dann die Aufsicht hinten dran ist. Also sie müssen ja auch stark sein und sich mit ihren Vorstellungen auch gegen die Mitgliedsunternehmen durchsetzen können. Das ist ganz wichtig, dass diese Vermittlerrolle auch nach wie vor besteht. Und dann wünsche ich der FSF, wenn wir wirklich über 25 Jahre sprechen, ein großes Maß auch an Veränderungsbereitschaft, nämlich dann auch in den Strukturen, die wir ja haben. Deswegen sage ich Know-how behalten, Strukturen anpassen, konvergent werden. Das betrifft sicherlich alle von uns, selbst auch unsere Institutionen. Und ich glaube, da sind auch die Selbstkontrollen nicht ausgenommen. Also da muss es auch einen Fortschritt geben, der mit dann gesetzlichen Regelungen, wie die ja jetzt kommen werden, wie wir gehört haben, dann auch Schritt halten und dass dann alle gemeinsam auch an diesen Punkten arbeiten. Herr Dreyer. Also als Vertreter der wissenschaftlichen Perspektive kann ich versprechen, dass eine weiterhin freie Wissenschaft natürlich dafür sorgt, dass wir Evidenzen herstellen, auf deren Grundlage die FSF dann gut entscheiden kann. Und ist dann am Ende der Würfel ganz einheitlich bunt oder ist er vielfältig? Ich würde farbig? Ihn gerne wieder zurückdrehen. Ich auch. Ja. Das konnte ich auch schon immer viel besser als ihn wieder einbringen. Ja, genau. So, in diesem Sinne, Einheitlichkeit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit. Herzlichen Dank an unsere Diskutanten. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Ich hatte eigentlich vorgehabt, Sie mit in die Diskussion mit einzubeziehen. Das müssen wir nachher auf die Feier verlegen. Ich denke mal, es ist viel an spannenden Punkten gekommen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Einen schönen Nachmittag noch. Herzlichen Dank. Auch ganz lustig, ist der Würfel wieder bei mir, schließt sich der Kreis oder der Würfel oder wie auch immer, welches Bild gerade nicht so schief ist. Wer gerade gegrinst hat natürlich wie ein echtes Geburtstagskind bei diesen ganzen Geschenken, die quasi von der Bühne herabgereicht wurden, ist natürlich Claudia Mikat, die Geschäftsführerin der FSF, die jetzt auch den Tagesabschluss, die Aussicht, das Fazit und so weiter nochmal da bringt, bevor dann diese Sache mit dieser Party beginnt. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Raab, sehr geehrter Dr. Kreisig, Frau Dr. Zimmer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Wie wird Jugendschutz im Fernsehen in Zukunft aussehen? Welche Gestaltungsspielräume gibt es und wie wollen wir sie nutzen? Antworten auf diese Fragen haben Sie uns heute im Laufe des Nachmittags vielfach gegeben. Danke dafür, danke auch für die Geschenke. Und ich möchte nur einige Punkte aufgreifen, die aus meiner Sicht für die FSF besonders relevant sind. Zunächst können wir feststellen, das Fernsehen wurde schon oft tot gesagt, aber es ist noch lange nicht am Ende. Zum einen gibt es sie noch, die großen TV-Events, die Millionen Zuschauer ziehen. Und zum anderen ist heute Fernsehen eben wesentlich mehr als nur das lineare Programm. Fernsehen, das ist auch Streaming und Mobile-TV und Video on Demand. Der Bildschirm im Wohnzimmer ist vernetzt. Verschiedene Dienste und Angebote treffen auf einem Screen zusammen. Inhalte werden auf verschiedenen Kanälen aufgegriffen, mit Social-Media-Strategien verzahnt und zu etwas Neuem transformiert. Und ob es sich dabei eigentlich um Fernsehen handelt oder um Kino oder Spiele oder Netzinhalte, das ist für die Nutzerinnen und Nutzer immer weniger relevant. Das Fernsehen ist also nicht tot. Aber die Art und Weise, wie Bewegtbild Inhalte produziert und vermarktet und wahrgenommen werden, die hat sich dramatisch verändert. Was bedeutet das nun für den Jugendmedienschutz und für eine Selbstkontrolle wie die FSF? Aus meiner Sicht ergeben sich drei zentrale Schlussfolgerungen aus den heutigen Anregungen, die auch zentrale Prämisse unserer Arbeit in Zukunft sein können. Erstens, es muss um die Inhalte gehen und nicht um Plattformen. Zweitens, es muss um Wertediskurse gehen und nicht um Altersetikettierung. Und drittens, Jugendmedienschutz muss an der Lebensrealität der Heranwachsenden und auch der Erziehenden ansetzen. Und wir wissen, das klingt alles sehr schlicht und sehr einfach, aber alle hier im Raum, die wir ja von Baustellen umgeben sind, ahnen, dahinter tun sich auch riesige Baustellen auf.
was es medienpolitisch bedeutet, sich an den Inhalten zu orientieren und nicht an den Plattformen. Das haben wir eben in der Runde sehr schön gehört. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr über das Geschenk, die Bemühungen um eine konsistente Medienregulierung unabhängig vom Vertriebsweg müssen endlich zu einem guten Ende geführt werden. Wir brauchen eine echte gegenseitige Durchwirkung, damit ein Inhalt auch nur einmal angefasst wird und es zu keinen widersprüchlichen und verwirrenden Ergebnissen kommt. Außerdem gilt es, die global agierenden Medienunternehmen einzubeziehen und sie dazu zu bewegen, ihre Angebote nach hiesigen Maßstäben zu klassifizieren. Wenn Anbieter ihre Inhalte selbst mit Altersfreigaben versehen können, sollten die Bewertungsmaßstäbe transparent und mit unserer Spruchpraxis und unseren Werten kohärent sein. Wünschenswert wären daher verbindliche Standards für Altersfreigaben, für Elterninformationen und Nutzerführung für alle Marktteilnehmer. Dies würde den Jugendschutzgedanken stärken und nicht ad absurdum führen. Für uns als Selbstkontrolle bedeutet der Fokus auf die Inhalte natürlich, es wird zentrale Aufgabe der FSF bleiben, Inhalte nach Jugendschutzgesichtspunkten zu bewerten. Darstellung von Sex und Gewalt, von Alkohol- und Drogenmissbrauch, von antisozialem oder selbstschädigendem Verhalten, Aufforderungen zum Kauf, zu Mobbing oder Diskriminierung oder die zunehmende Unschärfe von Realität und Fiktion, all das sind Themen, die Erziehenden Sorge bereiten und über die sie sich informieren möchten. Und wir müssen uns daher Gedanken machen, in welcher Form wir diesem Bedürfnis gerecht werden können. Vermutlich wird es notwendig sein, Entscheidungen und Begründungen sichtbarer zu machen und Informationen so aufzubereiten, dass sie im Alltag der Nutzerinnen und Nutzer auch ankommen. Hieran arbeiten wir und wir wollen unseren Mitgliedern möglichst bald attraktive Lösungsmöglichkeiten dazu anbieten. Vermutlich werden wir auch über neue und flexible Verfahren nachdenken müssen, um auch den neuen Formaten und Inhalten begegnen zu können. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Es muss um Wertediskurse und nicht um Altersetikettierung gehen. Die Familienministerin hat es betont, Eltern, aber auch Kinder und Jugendliche selbst wünschen sich Orientierung im unübersichtlichen Medienmarkt. Und je komplexer die Risiken sind, umso mehr braucht es Informationen über die reine Altersfreigabe hinaus. Eine 6 oder eine 12, das ist ein wichtiger und guter erster Hinweis. Aber wir müssen es Eltern auch ermöglichen, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und Wirkungen mit Blick auf ihr Kind einzuschätzen. Und wir müssen Heranwachsenden Maßstäbe vermitteln, Maßstäbe der Erwachsenenwelt, an denen sie sich reiben, die sie aber auch annehmen können. Wesentlicher Teil einer Jugendschutzbewertung ist daher nicht das Endergebnis, die Freigabe, sondern der Wertediskurs, das Nachdenken über Funktionen und Wirkungen von Medien und über redaktionelle Entscheidungen. In welchem Kontext von Berichterstattung darf das Bild eines toten Kindes gezeigt werden? Ist es legitim, in einer Doku-Soap Armut zur Schau zu stellen? Sollen Kinder in Erwachsenenposen im Fernsehen tanzen dürfen? Und wirkt der Selbstmord im Jugenddrama wirklich abschreckend? Wenn wir das Recht auf Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in der Medienwelt ernst nehmen, müssen wir mit ihnen auch über diese Risikothemen und über moralische Grenzfälle ins Gespräch kommen. Schließlich bestimmt die junge Generation demnächst, wie die Mediengesellschaft von morgen aussieht. Und sie muss zwischen Meinungs- und Medienfreiheit einerseits und Menschenwürde, Teilnehmerschutz und Persönlichkeitsschutz andererseits abwägen lernen. Wertedebatten werden von Menschen geführt und nicht von Algorithmen. Selbstverständlich wird es in Zukunft verstärkt auch algorithmenbasierte Kennzeichnungssysteme geben. Und wir werden, wie andere Selbstkontrollen auch, diese anbieten und einsetzen, wo es sinnvoll ist und uns darüber mit der KJM und mit den obersten Landesjugendbehörden über Standards und geeignete Verfahren austauschen. Menschliche Entscheidungen dürften aber nicht überflüssig werden. Im Gegenteil, gerade in schwierigen und uneindeutigen Fällen dürften diese immer gefordert sein. Algorithmen können keine Kontexte erkennen und sie können keine Risiken abwägen. Wenn Altersfreigaben und Zusatzinformationen verlässliche Orientierung bieten sollen, dann sind menschliche Leistungen unverzichtbar. Zum dritten und wichtigsten Punkt: Jugendmedienschutz muss bei den Nutzerinnen und Nutzern ansetzen und an die Lebensrealität von Kindern, Jugendlichen und Erziehenden anknüpfen. Auch hinter dieser Prämisse verbirgt sich vieles.
an der Lebensrealität anzusetzen, heißt zum Beispiel, geeignete Lösungen zu finden für die Kanäle, die Kinder und Jugendliche überwiegend nutzen. Das ist bislang weder bei mobilen Endgeräten noch bei den großen Videosharing-Plattformen gelungen. Und hier ist gemeinschaftliches Engagement gefragt, denn vermutlich wird es im fragmentierten Online-Markt die eine Lösung für alle Kanäle nicht geben. Nutzerorientierung heißt auch, die Sorgen von Eltern ernst zu nehmen, die wissen möchten, wie sie in der digitalen Welt Erziehungsverantwortung wahrnehmen können. Eltern wollen wissen, ob eine Serie bedenkenlos im Kreis der Familie geschaut werden kann. Ob die 30 Euro für den Kinobesuch gut angelegt sind oder der sensible Fünfjährige möglicherweise bei einer spannenden Szene hinauslaufen könnte. Ob die Kriegsdokumentation eher lehrreich oder verstörend für ihr Kind ist. Sie fragen sich, ob sie ein bestimmtes Computerspiel erlauben dürfen, wie man kindertaugliche Nutzerprofile anlegt, Bildschirmzeiten begrenzt oder mit viralen Challenges umgehen kann. Diese Fragen muss Jugendmedienschutz beantworten und die beteiligten Akteure sollten sich abstimmen, damit es einheitliche und verständliche Lösungen gibt. Wir müssten uns, glaube ich, öfter vergegenwärtigen, den Erziehenden ist es völlig gleichgültig, ob eine Serie auf einem öffentlich-rechtlichen oder privaten Kanal oder im Streamingdienst läuft und welche der vier Selbstkontrollen in welcher Weise zu einem Ergebnis kommt und ob ein Alterskennzeichen ein Verwaltungsakt ist oder nicht. Am Ende werden wir daran gemessen werden, wie hilfreich und wie verlässlich unsere Hinweise sind, nicht mehr und nicht weniger. An der Lebensrealität anzusetzen bedeutet schließlich auch, die reale Mediennutzung zum Ausgangspunkt von Information und Bildung zu machen. Dazu gehören etwa Unterrichtsmaterialien zu Inhalten wie Gangster-Rap oder zu Scripted Reality-Shows. Und die FSF wird sich weiterhin in diesem Bereich der Medienbildung engagieren und dabei die spezielle Expertise der Prüfungen und der Wirkungsvermutungen einbeziehen. Um Kinder und Jugendliche für die Idee von Jugendmedienschutz zu gewinnen und sie in unsere Überlegungen zur Bewertung von Inhalten einzubeziehen, ist es nicht notwendig, sie mit problematischem Material zu konfrontieren, das sie üblicherweise nicht wahrnehmen. Das haben Sie in unserem Film gesehen. Zielführender ist es, mit ihnen über die Inhalte ins Gespräch zu kommen, die sie tagtäglich nutzen und sie zu ihren Bewertungsmaßstäben zu befragen. Und wenn wir am Ende des Tages einen Wunsch äußern dürfen, wir würden diese Arbeit, diese Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen selbst über ihre Medienwelten gerne verstetigen. Es gibt verschiedene Modelle für Youth Panels, für Kinderkommissionen und für Online-Partitionen und wir möchten diese Modelle gerne auf ihre Tauglichkeiten für Jugendschutzbelange hin untersuchen. Vielleicht kann es so gelingen, die Diskussion um Medienethik und Jugendschutz aus den Expertengremien noch stärker in die Gesellschaft zu tragen. Denn je mehr Kinder und Jugendliche sich an der Debatte um problematische Medieninhalte beteiligen, umso besser. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre und für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ich hier einige Visionen mit Ihnen und euch teilen durfte. Und wenn die eine oder der andere meint, keine doofe Idee, würde ich gerne unterstützen, dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Frau Giffey hatte recht, es gibt viel zu tun. Die Liste reicht für die nächsten Jahre, aber es gibt auch keinen Grund, pessimistisch zu sein. Und in diesem Sinne lassen Sie uns feiern und darauf anstoßen, auf das, was wir schon alles erreicht haben und dabei gerne die Ideen für morgen spinnen, sei es ein Jugendschutz-Hub oder eine Ölplattform oder was auch immer. Lassen Sie uns Futuristen sein. Genießen Sie den Abend und falls Ihnen jetzt danach zumute ist zu klatschen, liebes Kuratorium, liebe Mitglieder, liebes FSF-Team, liebe Prüferinnen und Prüfer, dann ist dieser Applaus für uns alle. Dankeschön. Applaus